Es bleibt also bei Ihrem Plan, und es ist nur Ihr Plan, in Salzburg in der Osterwoche, in der Karwoche, eine festspielähnliche Veranstaltung, ich hätte beinahe gesagt, auf eigene Kappe zu machen. Denn es sind ja doch im Gegensatz zu den subventionierten Festspielen allein Ihre Festspiele. Das heißt, Sie sind der Unternehmer und Sie müssen ja wohl auch finanziell dafür absolut gerade stehen. Ja, selbstverständlich. Das ist auf der einen Seite wieder der Vorteil, dass man in seinen Schlüssen nun doch sehr viel schneller und schlagkräftiger ist. Und ich habe jetzt also bei der Auslegung, ist es also nun ungefähr so, dass wir am Sonntag, am Palmsonntag anfangen, bis Ostermontag. In dieser Zeit wird je eine Neuinszenierung dreimal gespielt, weil Sie ja wissen, dass die 2 bis 3 Ruhetage für die Sänger notwendig sind. Gerade bei Wagner. Und in diesen freien Tagen sind dann Konzerte. Wir werden die Matthäus-Passion und ein Beethoven-Abend, also das große klassische Programm, spielen. Ebenso wie auch in 2 Abenden im Mozarteum die brandenburgischen Konzerte und dergleichen. Das steht also alles für 1967 fest. Das steht vollkommen fest. Ich bin in mir selbst ungefähr schon auch mit 80% oder 85% der Sänger schon vollkommen fest. Nur möchte ich die wirklichen Details dann geben, wenn sie absolut prospektreif sind. Wir werden in ungefähr im Dezember mit diesen fertigen Vorschlägen kommen, auch wie und inwiefern wir ein Publikum erfassen können. Und das scheint mir besonders wichtig zu sein, bei dem es wirklich von den Festspielen auf den einzelnen Besucher geht. Ich möchte möglichst wenig mit einer Massenvertrieb dieser Dinge zu tun haben, sondern die Menschen erfassen, denen es ein wirklich innerstes Anliegen ist. Es ist also der modifizierte Bayreuther Gedanke, den Sie an die Salzach verpflanzen. Sie haben ja vor allen Dingen auch das neue Festspielhaus, das mit seinen Dimensionen ja diesen Wagner, den späten Wagner, ganz besonders bevorzugt. Ja, sehen Sie, das ist ja so, die wissen Sie doch, dass die letzte Inszenierung, die ich vom Ring machte, noch in Wien war. Und durch die 8 Jahre durch, wo man es immer wieder gespielt hat, hat man gesehen, wo etwas noch richtig ist oder wo man es schon von einer anderen Seite sieht. Und in einer der Vorstellungen von Boris, so in der Pause zwischen 2 Bildern, plötzlich ist es mir so ganz deutlich zu Bewusstsein gekommen, ja, dass man nicht nur sollte, sondern direkt müsste so ein Werk in diesem Haus, das ja eigentlich in allen Belangen, sei es akustisch, sei es lichtmäßig, in der Optik, in der Möglichkeit, dass fast jeder Mensch eigentlich alles sieht. Und das ist immer wieder für uns ein Wunder, wenn wir drinnen anfangen zu arbeiten. Und da habe ich mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass das eigentlich nur für die kurzen 4 oder 5 Wochen ist. Und man müsste das einem Zweck dienstbar machen, bei dem man zeigen kann, und das scheint jetzt gerade in dieser Zeit wichtig zu sein, was herauskommen kann, wenn man eigentlich nur ganz wenige Dinge, aber die konzentriert. Und Sie wissen, wir haben jetzt ungefähr 1,5 Jahre Zeit zur Vorbereitung, so machen kann, dass das herauskommt, wie bei Boris, dass ich mir gesagt habe, wenn etwas schlecht ist, dann bin ich allein schuld dran. Man kann doch wohl, ohne unhöflich zu sein, fragen, ob diese Festspiele sich selbst rentieren, beziehungsweise wie sie finanziert werden, Herr von Karajan. Ich glaube, man wird beweisen können, dass eine Sache sich in sich selbst trägt, natürlich mit den Auswirkungen auf Rundfunk und Fernsehen und alles das, was da mitkommt. Aber eigentlich müsste es von sich selbst aus haben. Aber Ihre Fernsehpläne spielen, so viel ich unterrichtet bin, da doch eine gewisse Rolle. Können Sie darüber noch ein bisschen etwas sagen, was Sie jetzt außerhalb Salzburgs fernsehmäßig vorhaben? Ja, Sie wissen, dass vorgestern und vorgestern der Bohemfilm in Amerika angelaufen ist. Nun, daraufhin ist sofort telefonisch, haben die Leute bestellt, eine größere Serie. Und das ist so unter anderem geplant, die Kavalleria.
in Bajazzo. Das haben wir jetzt in Mailand auf Grammophonplatten aufgenommen. Und das wird die Grundlage sein für den Film. Sie wissen, das wird ja immer mit Playback gemacht. Die Inszenierung dieser beiden Oper wird Giorgio Strehler machen. Weiter sind dann die nächsten Produktionen der Salzburger Festspiele in Aussicht genommen. Das wäre also Carmen dieses Jahr, Don Giovanni wahrscheinlich nächstes Jahr und Otello. Das ist also für den Opernsektor ungefähr das, was im nächsten Jahr oder eineinhalb Jahren gemacht werden wird. Und auf der anderen Seite laufen 13 Konzerte, Televisionsfilme, die als große Linie ungefähr unter der Kunst des Dirigierens zusammengefasst werden. Also Konzertsendungen. Die Konzertsendungen. Und es ist uns gelungen, für drei Filme den französischen Regisseur Georges Clouzot zu gewinnen. Sie wissen, das ist ein Mann, der ein Meister in seinem Fach ist, vor allem in der Fotografie. Ich kenne ihn schon seit langer Zeit, er ist außerdem ein wunderbarer Musiker und gerade in der Besprechungen, wie man so etwas für die Optik herrichten und mit den Dingen Sachen zeigen kann, die vielleicht sonst nicht möglich sind, haben wir sehr viel Übereinstimmung festgestellt. Ich freue mich also besonders, mit ihm das zu machen. Jedem dieser Sendungen voran, weil die gewöhnlich auf 54 Minuten gelegt sind, ist ein Vortitel, wenn Sie wollen, in dem ich die Vorstellung habe, dass ich gewisse Elemente der Musik und der Interpretation da behandeln möchte. Also sei es zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Solisten oder mit meinen Schülern, dass ein Problem besprochen wird, sei es zum Beispiel der Rhythmus, die Melodie, die Klangfarben des Orchesters, sodass man da dem Hörer auch vermitteln sollte, wie wird etwas werden, wie wird es aus den Anfängen durchproben, was sind die tatsächlichen Elemente, die an einer Musik die Schönheit, den Rhythmus und das ausmachen. Und dass da also in diesen 13 Sendungen ungefähr dieses Gebiet zumindest in den Grundzügen einmal besprochen wird. Sie wollen also auch eine Art musikpädagogische Arbeit leisten? Also ich, vielleicht nicht pädagogisch, es soll ja nicht ein Lehrvortrag sein, das wissen Sie ja, dass man das... Ich habe absichtlich musikpädagogisch gemeint und das ist doch ein bisschen etwas anderes. Aber es gibt doch wahrscheinlich Dinge, die man wirklich aus Büchern und so weiter nie lernen kann, weil das anschauliche Exempel dazu notwendig ist. Und ich kann etwas, das ein Schüler von mir macht oder vielleicht noch nicht richtig macht, kann ich zeigen, sei es durch ein erklärendes Wort oder durch irgendwas. Und ich glaube, da kann man an dem Verständnis der Dinge doch manche Dinge mithelfen. Ich darf nur hoffen, dass wir diese Filme auch bald in Deutschland sehen werden. Und danke Ihnen für das Gespräch. Danke.